Unser Wirtschaftssystem steht in der Kritik, auch und gerade aus ethischen Gründen. Denn wirtschaftliche Freiheiten, Wettbewerb und ständiges Wirtschaftswachstum produzieren quasi Ungleichheiten und zerstören gleichzeitig unsere Lebensgrundlagen. Deswegen, so das Narrativ, sind marktwirtschaftliche Prinzipien auch unmoralisch, denn sie spalten unsere Gesellschaften immer weiter, bis sie schließlich irgendwann zerstört werden. Aber es gibt auch ein entgegengesetztes Narrativ und das lautet in etwa so. Unser marktwirtschaftliches System ist eben auch ein ethisches System im positiven Sinn. Denn unter der geeigneten Rahmenordnung verdanken wir der Marktwirtschaft den breiten Wohlstand unserer westlichen Gesellschaften. Und damit sind nicht nur die materiellen Güter gemeint, sondern auch so etwas wie ärztliche Versorgung, höhere Lebenserwartung, weniger gesellschaftliche Spaltungen als in früheren Zeiten, Zeit für Musen, reiche kulturelle Erfahrungen und dergleichen mehr. Wirtschaft und Ethik sind zwei große Gegenstände der Wissenschaft, die miteinander bereits seit über 2000 Jahren kontrovers debattiert werden. Jemand, der sich in diesem Feld besonders gut auskennt, ist mein heutiger Gast. Frau Yvonne Thorhauer ist Professorin für Wirtschaftsethik an der Arcadis-Hochschule in Bad Homburg. Und mit ihr spreche ich heute über die Grundlagen ihres Fachs. Frau Professor Thorhauer, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was ist denn eigentlich Ethik und welche grundlegenden Fragen will denn Ethik beantworten? Ethik ist die Lehre vom guten menschlichen Verfasstsein und vom richtigen Handeln und beantwortet die Frage, was soll ich tun? Wird auch synonym verwandt mit Moralphilosophie. Okay. Also das Forschen darüber oder das Nachfragen, wie wir in der Gesellschaft leben sollten. Wobei ich sehr gerne zwischen Moral und Ethik nochmal differenzierter unterscheide, indem ich sage, also Moral, das sind die Sitten und Gebräuche, leitet man von dem lateinischen mus moris ab. Und Ethik ist sozusagen einmal für mein Verständnis das, was von wissenschaftlicher Seite das Gelebte, die Sitten und Gebräuche, die Werte, die ich an einer Gesellschaft vorfinde, reflektiert. Und zum anderen verstehe ich auch Ethik oder ethisch insbesondere an etwas, was mit dem Charakter verbunden ist. Da beziehe ich mich ganz gerne auf das Wort Ethos, auf das Altgriechische, was man auch auf den Charakter zurückführen kann. Und ich finde, im Laufe meiner Forschung hat sich das als sehr fruchtbar erwiesen, hier nochmal zu differenzieren zwischen dem, was einfach moralisch ist und was ich mache, weil gewisse Regeln es mir vorschreiben oder weil man das von mir erwartet, und meiner eben inneren Einstellung, meiner charakterlichen Grundhaltung. Das habe ich verstanden. Was ich noch nicht ganz verstehe, wir sprechen ja heute auch über Wirtschaftsethik, also Ökonomie und Ethik, während Ethik sich eben auf die Moral und so weiter bezieht und die Frage beantworten will, was wir denn zum guten Leben und zum guten Wirtschaften brauchen. Hat doch das ökonomische Prinzip nach Nutzenmaximierung, Gewinnmaximierung genau das Gegenteil im Sinn. Oder zumindest sagen es viele Kritiker, dass Ökonomie und Ethik eigentlich gar nicht zusammengehen können, weil sie von vollkommen verschiedenen Grundsätzen ausgehen. Nein, das sehe ich nicht so. Ich bin auch der Meinung, man kann ja auch durchaus ethische Werte, Normen, Grundhaltungen, Überzeugungen in seine Präferenzordnung einbauen. Wenn ich eben den Nutzen maximiere, dann ist das für mich, gehört das für mich dazu als mögliches Ziel. Ich kann es als Rahmenordnung in mein ökonomisches Handeln mit einbauen, dass ich sage, also wir versuchen unseren Gewinn möglichst zu steigern, aber nicht auf Kosten der Mitarbeiter, oder ich versuche eben gewisse Linien einzuhalten, sodass ich nicht glaube, dass Ökonomie per se die Ethik ausschließt. Im Übrigen, und das finde ich geht oft verloren, ist ja die Ethik und die Ökonomie, also bei Aristoteles ist das ja die Oikonomia, sind ja am Anfang verbunden. Ja, also die Ethik ist sozusagen das, was ich erlerne in der Familie, wie ich mich verhalte, und das setzt sich auch fort in dieser Hauswirtschaftslehre, in der Oikonomia.
Und das wiederum ist auch wichtig für das gesamte Zusammenleben. Also es geht um das gute Zusammenleben nicht nur innerhalb der Familie zwischen zwei Personen, sondern auch im größeren Kontext, im ganzen Haushalt und dann eben auch im Staat. Also das ist das individuelle und kollektive Wohlbefinden oder Glücklichsein, wenn man es jetzt im aristotelischen Sinne nennt. Okay, kann dann wieder, um beim großen Bild zu bleiben, die Ökonomie auch eine Basis für eine Ethik sein? Oder ist es dann, ist die Basis für eine Ethik immer etwas Transzendentes, immer irgendwelche Werte, die dem übergeordnet sind? Ich glaube, dass Ethik durchaus in unserem Leben wurzeln muss. Irgendwelche abgehobene Sphären können ganz schlecht auf die Wirtschaft einwirken, weil die Wirtschaft folgt in der Regel ihren eigenen Gesetzen, nämlich denen des Marktes. Und das ist ja auch oft der Grund, warum die Wirtschaftsethiken, wir haben ja viele Konzepte, aber warum sie eben oft nicht greifen, weil sie eben von einer absoluten Sphäre heraus versuchen, Normen zu erlassen, nach denen man sich dann richten soll. Und das funktioniert eben nicht. Also es macht mehr Sinn, wenn ich versuche, eben die Ethik mehr in dem alltäglichen Leben zu verhaften oder auch in dem, was möglich ist. Haben Sie da ein Beispiel dafür? Naja, zum Beispiel macht es wenig Sinn zu fordern, dass wir alle jetzt auf mehr Klimaschutz achten sollen und versuche das vielleicht auch mit staatlicher Seite zu regeln, während es zum Beispiel, wenn ich in Frankfurt jetzt mir ein E-Auto kaufen möchte und in einem Mietshaus wohne, dann kann es unter Umständen sein, dass ich überhaupt keine Wallbox installieren kann, weil das Netz das eben nicht zulässt. Da muss ich Anträge stellen und so weiter und so fort. Und dann macht es eigentlich wenig Sinn, diese Norm auszurufen, wenn ich es eigentlich gar nicht erfüllen kann. Also dann müsste man vielmehr sagen, okay, gucken wir doch mal, was eigentlich möglich ist, wie wir das Klima schützen können. Und gucken von da aus, was wir für Maßgaben entwickeln können. Okay. Wenn wir uns jetzt auf ethische Maßgaben geeinigt haben, auf gewisse ethische Grundsätze, die wir als Gesellschaft umsetzen wollen, die wir leben wollen, auf welcher Ebene müssen die denn implementiert werden? Auf einer großen politischen Ebene? Reicht es, wenn man ein paar Gesetze verabschiedet? Zivilgesellschaften, Kommunen, Länder, wer muss da alles mit rein? Oder wer muss denn da nicht mit rein? Also ich glaube, die Herausforderungen, die wir jetzt aktuell haben, auch mit dem Klimawandel, die sind so gigantisch, dass das überall ansetzen muss. Also sowohl im Individuum, als auch in den Kommunen, als auch im großen Ganzen. Das geht bis zur globalen Weltgemeinschaft. Ja, wenn wir Europäer uns jetzt darauf einigen, auf bestimmte Richtlinien zum Klimaschutz, und in Brasilien werden weiterhin die Regenwälder abgeholzt, dann werden wir nie wirklich unser Ziel erreichen. Also wir müssen versuchen, wirklich alle ins Boot zu holen. Und das ist auch wichtig, gerade um solchen Verschwörungstheorien entgegenzuwirken. Man muss auch gucken, dass man das Individuum mit abholt. Ja, dass die Menschen nicht denken, oh, jetzt muss ich diese Richtlinie erfüllen und eigentlich kann ich das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, sondern man muss schauen, dass man auch die Leute überzeugt. Ja, und das ist das, was ich auch gemeint habe mit dem Charakter. Also man muss sozusagen auch mitgehen wollen und nicht nur etwas machen, weil es eben jetzt das Gesetz von mir verlangt. Weil sobald dann irgendwelche Lücken sind und ich meine Pflicht zum Klimaschutz, was auch immer das jetzt für eine Aufgabe sein könnte, entgehen kann, dann werde ich das tun. Ja, aber wichtig ist eben, weil ich kann nicht immer alles regulieren, dass ich es eben auch schaffe, die Menschen wirklich von ihrer inneren Grundhaltung her mitzunehmen. Und was antworten Sie jetzt jemand, der sagen würde, ja, wenn ich jetzt öfter mit dem Fahrrad fahre als mit der U-Bahn fahre als mit dem Auto, wenn ich jetzt meine Wohnungstemperaturgedinge einstelle, dann tue ich als Individuum vielleicht was für den, leiste ich meinen Beitrag, um den Klimawandel etwas abzuschwächen. Und wenn wir das als Gesellschaft machen, machen wir das auch. Aber es ist nur 0,002% von dem, was wir eigentlich machen müssten. Und wir als Deutschland können gar nichts machen. Also, so die Argumentation, ist es doch vollkommen sinnlos, wenn ich das als Einzelner mache, wenn wir das als deutsche Gesellschaft machen. Denn im Großen und Ganzen, auf der globalpolitischen Ebene hat das eh keine Auswirkung. Also erstmal würde ich ihn loben, würde sagen, das finde ich gut, dass er das so macht.
Und wir müssen halt im Grunde genommen schauen, dass das keine dominante Strategie wird, dass alle eben das Klima schützen, nur ich mich eben anders verhalte. Sie hatten ja gefragt, wer mitmachen muss. Also es müssen halt alle mitmachen. Es reicht nicht, wenn es nur das Individuum macht, sondern das muss eben einfach weitergehen bis auf globaler Ebene. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich ziemlich viel vermisse, ja, wo ich mir mehr Zusammenarbeit wünsche. Also wenn man sagt, die Chinesen machen nicht mit, die Amerikaner machen Ja. nicht mit und viele Afrikaner können nicht mitmachen und den Russen ist Genau. es eh egal, Genau. dann macht es doch gar keinen Sinn. Genau. Warum müssen wir dann noch was machen? Warum muss ich dann das Einzelne noch was machen? Weil irgendwer ja anfangen muss. Also sonst wären wir ja ganz verloren. Also es ist im Grunde genommen unsere Aufgabe zu versuchen, das in die Welt zu tragen. Quasi als Ja. Vorbildfunktion. Ja, genau. Also irgendwer muss ja auch damit anfangen. Wenn das jetzt jeder sagt, dann ja, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Bewusstsein darüber, dass wir eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen haben. Zumindest ist das, was ich bei meinen Studenten sehe. Ja, also die wollen nicht sagen, wir verbrauchen jetzt einfach alle Ressourcen und nach mir die Sintflut. Ja. Die haben alle noch keine Kinder, aber trotzdem, wenn ich denen mal so ganz provokant das vorschlage, dann gucke ich immer in fragende Gesichter und dann denken die, nee, also das wollen wir nicht wirklich. Ja. Und daran sehe ich halt auch, dass dann ein tiefes Bedürfnis darin ist, eben auch die künftigen Generationen zu schützen und auch ein Bedürfnis, nicht nur die Menschen zu schützen, sondern eben auch, dass Natur als ein Wert an sich angesehen wird, dass die Tiere als wertvoll angesehen werden. Ja. Wäre mal etwas konkreter, also ein Begriff, der die Debatte in Deutschland prägt, nicht nur in Deutschland, sondern global, ist der Begriff Nachhaltigkeit. Können Sie mal erklären, was denn der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet, wo er herkommt und warum das ein wirtschaftsethischer Begriff ist? Ja, also Nachhaltigkeit wurde 1992 in Rio de Janeiro von der UN sozusagen als zentraler Wert ausgerufen. Das bedeutet eben, dass ich nur so viel Ressourcen verbrauche, dass künftige Generationen eben auch weiterleben können, dass ich schaue, dass ich Rohstoffe benutze, die wieder nachwachsen. Und die Nachhaltigkeit sieht man, kann man natürlich jetzt so eng sehen in Bezug auf die Umwelt, aber man kann auch sagen, nachhaltig ist nicht nur das Ökologische, sondern nachhaltig ist eben auch wirtschaftlich effizient. Oder auch sozial, ja, das ist eben, dass Dinge sozial sind, dass Verteilungen sozial sind, dass es keine großen Spaltungen eben gibt. Okay, also der Begriff hat viele verschiedene Dimensionen, Ja, also soziale, so ganz wirtschaftliche. spontan verbindet man damit einfach das Ökologische, aber er wird eben auch noch für nachhaltiges Wirtschaften und so durchaus verwendet, was ja auch legitim ist. Also wenn ich jemanden auf der Straße mit dem Begriff nachhaltig konfrontiere und sage, er soll mehr nachhaltig leben, dann geht er wahrscheinlich meist davon aus, dass es auch irgendwas mit Mäßigung zu tun hat. Und wenn man sagt, ein nachhaltiges Wirtschaften, wir müssen nachhaltiger produzieren, wir müssen nachhaltiger unsere Gesellschaft organisieren, dann heißt es auch immer, dass wir wahrscheinlich auf etwas verzichten müssen, was uns vorher sehr lieb gewonnen ist. Das Problem, das ich sehe, wenn ich eine Wirtschaft haben möchte, die innovativ ist, die ökonomisch leistungsfähig ist und die starke Rahmenbedingungen hat, die globale Wettbewerbsfähigkeit behalten möchte, dann kann ich das nicht damit übereinbringen, dass ich sage, ihr müsst nachhaltiger sein im Sinne von Mäßigung. Passt das zusammen? Also zwei Aspekte. Erstmal kann man ja auch sagen, die Mäßigung muss ja nicht unbedingt mit einem Verzicht einhergehen. Dann kommen wir wieder auf diese Sache mit dem Charakter zusammen, mit der inneren Grundhaltung. Also es gibt durchaus Leute, die sind vegan oder Vegetarier, die sehen das gar nicht als Verzicht. Denen schmeckt zwar Fleisch und die würden das ungeheuer gern essen, aber sie haben einfach mehr davon, ganz persönlich, wenn sie es nicht tun. Und in dem Moment, finde ich, ist das auch nicht so diese Triebrepression, würde jetzt Sigmund Okay. Freud sagen, weil ich eben eine bestimmte innere Grundhaltung habe. Dann ist diese Mäßigung gar nicht unbedingt ein Verzicht, sondern man tut das Gute jetzt in dem Fall, sage ich einfach mal, gern. Ja?
Und dann brauche ich auch niemanden, der mich kontrolliert und mir vorschreibt, wir essen donnerstags alle kein Fleisch, sondern ich mache das dann sowieso nicht. Genau. Und zum Zweiten, was war jetzt das Zweite nochmal? Das Mäßigungsprinzip. Das Mäßigungsprinzip. Aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen in die Praxis rein. Es gibt auch ethische Konzepte, die sich zwar theoretisch gut anhören, die aus allen möglichen Ebenen abgeleitet sein können, auch aus dem Theologischen oder von bestimmten Theoretikern, die aber in der Praxis so nicht funktionieren. Können Sie uns da Beispiele nennen, die funktionieren und die nicht funktionieren? Das war jetzt erstmal eine Behauptung von mir, dass es ethische Konzepte gibt, die als Maßstab in der Praxis nicht funktionieren. Ja, das ist ja im Grunde genommen das, worüber ich vorhin auch gesprochen habe, dass man eben schaut, was sich normativ gut anhört, was ich glaube, was richtig ist und was aber in der Praxis eigentlich schwer umsetzbar ist oder möglicherweise auch kontraproduktiv ist. Mhm. Könnte man auch anders argumentieren, auf einer wirtschaftspolitischen Ebene, dass wenn ich hohe moralisch ethische Standards habe in meiner Wirtschaft, in meinem Rechtssystem, an das die Wirtschaft gebunden ist, dass es nicht nur ein Nachteil sein muss, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil? Ja, natürlich. Also es kann ein Wettbewerbsvorteil sein, muss es nicht, aber... Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, wenn wir mehr Erdgas brauchen, das nicht mehr aus Russland kommen kann, dann müssen wir das woanders her importieren. Vielleicht aus Fracking von den USA, weil es ja nicht wirklich... unter zumindest ökologischen Standards erstellt wurde oder wo man mit sozialethischen Standards konfrontiert ist, wenn wir es aus Katar importieren. Mhm. Ich sehe jetzt gerade kein positives Beispiel dran, wo es ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Ja, gucken Sie doch gerade vielleicht auch unsere Orientierung jetzt an Alternativen. Energiequellen für Autos. Also wir sagen jetzt, okay, Autos, E-Autos, aber möglicherweise bringt gerade der Umstand, dass man in manchen Städten eben gar nicht genug Wallboxen aufstellen kann, ist dazu, dass man sagt, naja, dann suchen wir doch nochmal nach anderen Alternativen. Und es gibt ja auch andere Alternativen. Und dass man dann eben sagt, ich forsche hier noch ein wenig weiter. Also dass man sozusagen durch diese Krise, bei einer Krise sieht man ja eigentlich immer erst die Nachteile und erst später die Vorteile. Aber gerade aus dieser Krise entsteht ja dann so ein Problemlösungsdruck, den wir im Moment ganz akut haben. Aber ich glaube, das eigentlich Interessante und das Gute letztlich an der Krise ist, dass wir dann mit irgendeinem neuen Ergebnis kommen, an das wir vorher gar nicht gedacht hatten. Wie das Ergebnis aussieht, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Dazu sind wir noch nicht weit genug fortgeschritten. Ich glaube, mal gehört zu haben, dass im Ölpreisschock in den 70er Jahren, als wir uns einschränken mussten, gab es auch dann viele Innovationen, die daraus entstanden sind. Genau, zum Beispiel. Ja. Ethische Normen sind ja nicht festgeschrieben. Und die bewegen sich ja auch, genauso wie sich der technische Fortschritt bewegt, genauso auch wie sich die Gesellschaft bewegt. Jetzt ist es so, dass viele Wertvorstellungen und Herausforderungen immer mehr vor neuen Hintergründen in Frage gestellt werden. Ich mache es mal konkret, Stichwort KI. Damit sehen wir uns vor Probleme gestellt, auch ethische Probleme, die daraus erwachsen, an die wir vorher niemals gedacht hätten. Wie gehen wir an solche Probleme überhaupt mal grundsätzlich ran? Wie stellen wir uns diesen Problemen? Also die KI ist ja an sich weder gut noch schlecht, genauso wie die Globalisierung. Ja, die Frage ist, was mache ich daraus? Und sie ist in der Welt und ich kann sie nicht wieder rückgängig machen und ich muss natürlich schauen, okay, welche Risiken bringt denn die KI mit mir? Also ich denke da jetzt an den gläsernen Menschen oder auch an die Tatsache, dass sich die Machtstrukturen, die ich zum Beispiel im geografischen Raum wiederfinde, dass sich die auch in der digitalen Welt widerspiegeln. Also wenn ich jetzt im Sozialraum, geografisch gesehen, da sage ich zum Beispiel, das sind die großen Bankentürme, die sind im Stadtbild dominant und die sind auch finanziell dominant. Ich sage, der Vorstand hat eigene Kantinen, der hat spezielle Parkplätze und da bilden sich im sozialen Raum Machtverhältnisse ab. Und diese Bilder finde ich auch wiederum in der digitalen Welt. Also erst hat man ja gesagt, okay,
wir können jetzt sozusagen als User auftreten, als Producer auftreten und das Internet mitgestalten. Aber man beobachtet doch immer mehr, dass man wieder zum User wird und große Firmen einem einfach auch vorschreiben, was man überhaupt machen kann. Ja, oder auch mit meinem Mobiltelefon, wenn das eben von einer bestimmten Marke ist, dann kann ich manche Apps nicht installieren oder die laufen einfach schlecht oder die kosten dann extra, wenn sie eigentlich umsonst sein könnten und so. Also selbst mit meinem eigenen Endgerät kann ich nicht das tun, was ich gerne möchte. Ja, also das ist so ein Risiko. Dann werden wir natürlich vor ganz neue Probleme gestellt, also vor ganz neue ethische Fragen. Also neulich war in der FAZ ein Artikel, da ging es darum, dass man, bevor man auf den Mars geht, doch einfach mal überlegen sollte, wie man denn dann mit eventuell vorgefundenen Lebewesen umgeht. Und man soll sich die Frage am besten jetzt stellen und nicht erst, wenn man auf dem Mars ist. Oder Sherry Turkel spricht beispielsweise von evocative objects, also von evokativen Objekten. Das heißt, das sind, stellen Sie sich zum Beispiel vor, in einem Pflegeheim, da haben Sie einen Pflegeroboter und der pflegt die Menschen. So. Jetzt können wir ja sagen, also moralisch gesehen habe ich gegenüber dem gar keine Verantwortung, wenn ich will. Jetzt reden wir mal nicht von Schadensersatz, Eigentumsansprüchen, aber ich kann den einfach treten, schlagen, ich kann den schlecht behandeln. Das ist ja nur eine Maschine. Das kann ich machen, wie ich will. Das ist kein moralisches Objekt. Jetzt kann man aber sagen, naja, also Moment. In dem Moment, in dem der Roboter aber eine alte Dame pflegt, hat diese Dame eine gewisse Beziehung mit dem Roboter aufgebaut. Und dann ist es eigentlich schon nicht mehr egal, wie die Frau, wie dieser Roboter behandelt wird. Also zumindest nicht für die Frau. Also wir könnten einmal sagen, durch die Frau muss ich doch den Roboter als moralisches Objekt behandeln. Oder vielleicht komme ich auch irgendwann zu der Überzeugung, dass man Maschinen generell irgendwie gegenüber moralisch verpflichtet ist. Das sind wir jetzt noch nicht, aber es ist ja zumindest denkbar. Das ist auch sowas, was wir vielleicht noch mal irgendwann mit der KI klären sollten. Ich hatte vor einiger Zeit einen KI-Forscher hier, der hat genau das Thema auch mal angeschlagen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man hat ja manchmal so technische Objekte zu Hause. Also ich habe beispielsweise so einen Staubsauger, der macht sich manchmal selbstständig und fährt dann mitten in der Nacht los. Und dann geht man dann auch manchmal runter und sagt, ach Mensch, was fährst denn du jetzt los? Ja? Also man fängt an, mit Maschinen zu sprechen. Und irgendwie, oder manche Leute geben ja auch ihren Autos Namen und so. Und das wird eigentlich, glaube ich, immer normaler. Und es gibt ein ganzes Buch von Erich Fromm von 1973. Das nennt sich Anatomie der menschlichen Destruktivität. Und da hat er so eine Passage, wo er schreibt, naja, also manche Menschen, also gerade die Männer, die behandeln eben Objekte, also tote Dinge. Er bringt das dann mit Nekrophilie in Verbindung. Die behandeln tote Dinge wie Autos sorgfältiger als ihre Frau. Also sonntags, da wird das Auto gewaschen und poliert. Und die eigene Frau behandelt man aber schlecht. Mhm. Und Fromm hat das sozusagen früher auch als pathologisch charakterisiert. Während ich da heute so einen kleinen Shift sehe, dass wir immer mehr akzeptieren, dass wir eben doch mit Maschinen irgendwie so eine Art Verhältnis ausbilden. Und ich glaube, das wird, je ähnlicher uns diese Maschinen werden, desto mehr kommt das noch. Und die Frage ist dann auch zum Beispiel, wie gehen wir eigentlich mit sowas um? Ja. Und wie gestaltet man so einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess über neue Werte? Ich meine, man kann es in den Wissenschaften anstoßen. Ist es definitiv zu spät, wenn es irgendein Referent in einem Ministerium ein Gesetzesvorschlag formulieren sollte, wer muss da alles mitreden, wer sollte alles mitreden? Man muss es ja auch kritisch alles mit begleiten. Also im Grunde genommen Vertreter von allen Gruppen. Ja. Mhm. Und das Wunderbare eigentlich an der digitalen Ethik oder an der KI ist ja, dass sie uns neue Möglichkeiten eröffnet. Normalerweise ist ja so die klassische Moralphilosophie damit beschäftigt, die Alternativen, die wir haben, einzuschränken. Also wir haben verschiedene Handlungsalternativen und wir streichen die immer weg, das passt nicht, und dann haben wir in der Regel so eine richtige Marschrichtung und das ist das, was wir tun sollen. Durch die KI ist es jetzt aber so, wir haben auf einmal ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir wissen eigentlich erstmal gar nicht, was wir wegstreichen sollen. Und der Heinz von Förster beispielsweise sagt, in der Ethik ist es ganz wichtig,
Es ist ein Systemtheoretiker. Er sagt, in der Ethik ist es ganz wichtig, dass wir die Möglichkeiten vergrößern. Und das ist im Grunde genommen ein spiegelbildlicher Ansatz zu dem, was wir gerade haben. Ich finde diesen Ansatz aber gerade ganz wichtig, wenn wir uns mit digitaler Ethik beschäftigen. Und ja, je mehr Möglichkeiten wir haben, desto mehr können wir eben auch unter richtigen Alternativen wählen. Also unser traditioneller Gedanke ist immer, ich muss jetzt unter den vielen Lösungen, die hier auf dem Tisch liegen, die eine richtige finden. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass es zwei richtige gibt oder drei richtige oder vier oder fünf richtige. Und dann könnte es noch sein, dass die sich auch noch widersprechen. Und dann bin ich in ein Dilemma. Was mache ich denn? Das fragen Sie mich wahrscheinlich als nächstes. Genau, dass viele, jetzt machen wir mal konkret, viele Leute an ihren Arbeitsplatz, die oft, sagen wir mal, Wissensarbeiter sind, um den Begriff zu übernehmen, auch heutzutage mal Arbeitsplatz haben. Es gibt viele Verordnungen, viele Regelungen, die getroffen werden, von der Arbeitsplatzsicherheit über Umgang mit Dokumenten und so weiter, Datenschutz, auch viele Verordnungen, die nach ethischen Grundsätzen entworfen wurden und dann umgesetzt wurden, die sich aber dann ganz konkret widersprechen, die dann die Leute am Arbeitsplatz überfordern, wenn sie beachten müssen, die auch keinen leichten Ausweg bieten. So, wie gehe ich denn als Einzelner damit um? Wie gehe ich denn als Gesellschaft mit sowas um, mit solchen Dilemmata? Also die eigentliche Frage ist, wie geht das Unternehmen damit um? Ja, also der Einzelne ist ja mit der Situation... Naja, als Unternehmen kann man irgendwann sagen, ich als CEO, ich als Abteilungsleiter habe meine Hausaufgaben gemacht, denn ich habe die Ordnung erlassen. So, die Untergebenen müssen sich jetzt damit abfinden und wenn sie es nicht machen, kann es Sanktionen geben, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Aber wenn Sie jetzt als einzelner Sachbearbeiter da sitzen an Ihrem Tisch oder auch gerne auch als Professorin, dann sind Sie erstmal alleine. Also erstmal hat das Unternehmen dann seine Hausaufgaben, finde ich, nicht richtig gemacht, weil wenn sich die Werte widersprechen oder so konträr zueinander stehen, sagen wir mal so, sie können sich ja widersprechen, aber wenn sie dann wirklich so konträr zueinander stehen, dass der Sachbearbeiter in der Situation nicht weiß, was er tun soll, dann stimmt irgendwas mit den Regeln nicht oder man hat keinen guten Umgang mit einer Fehlerkultur. Man kann auch nicht alles bis ins Detail schon vorlegen. Genau. Es gibt auch Situationen, die einfach so entstehen, mit denen keiner vorher gerechnet hat. Genau, und dann kommen wir wieder auf die innere Grundhaltung und zu dem Einzelnen, auf den wollte ich gerade eingehen. Der einzelne Sachbearbeiter muss aber dann im Grunde genommen entscheiden, welche Regel wende ich an. Und diese Entscheidung wünsche ich mir zumindest, dass er die versucht immer zu treffen. Also auch wenn eine Regel eindeutig ist, sollte er auch fragen, macht es Sinn, die Regel anzuwenden? Es kann ja sein, dass die Regel gegen seine ethischen Prinzipien verstößt. Ja, oder er sagt, das ist nicht so schlimm, das kann man schon machen. Ja? Oder er sagt, ich muss jetzt ein Geschenk für einen bestimmten Betrag kaufen, der eigentlich normalerweise von der Compliance-Abteilung nicht abgesegnet worden wäre, aber ansonsten bekomme ich das Geschäft nicht, beispielsweise. Ja? Und über solche Dinge muss man dann reden, also anstatt, dass er es einfach macht, oder er macht's und dann geht man am Schluss hin und sagt, ich habe das gemacht und versucht nicht, das irgendwie ins Geheim zu machen, sondern muss dann drüber reden und muss gucken, wie man mit den Fehlern umgeht. Und wichtig finde ich es auch, dass die Regeln, die erlassen werden, auch immer mal in so eine Revision kommen, dass man die immer noch mal überarbeitet und überdenkt. Und ich finde es auch sinnvoll, dass Regeln hier mit so einer Art Verfallsdatum versehen werden. Denn oft hat man ja Hemmungen, also gerade wenn es um moralische Regeln geht oder was wir unter Moral eben so sagen mit dem moralischen Zeigefinger, du solltest nicht das und das machen, dass man dann so Hemmungen hat, das überhaupt in Frage zu stellen, weil man dann denkt, okay, dann wird man vielleicht als unmoralisch bezeichnet oder so. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch solche Dinge einfach zur Diskussion stellt. Und wenn wir überzeugt sind von unseren Werten, dann holen wir die Regel wieder ein und sagen, die stimmt so, die passt, die kann weiterhin bestehen bleiben. Okay. Kann ich so machen, hört sich auch gut an. Nur wenn ich einen Wettbewerber im Ausland habe, der mir auf den Fersen ist und die wirtschaftliche Lage sowieso nicht besonders rosig ist, dann muss ich halt schauen, wo ich bleibe. Genau. Ich muss ja auch irgendwann eine Familie versorgen. Genau, genau. Also es ist auch sicherlich nicht sinnvoll, wenn eine Wirtschaftsethik jetzt sagt, ich muss meine ökonomische Nachhaltigkeit aufs Spiel setzen, wenn wir nochmal gerade den Begriff aufgreifen.
Zweck des Unternehmens ist erstmal der Systemzweck am Leben bleiben. Ja, ich muss irgendwie, man muss ja nicht unbedingt Profit maximieren, aber eben unter bestimmten Nebenbedingungen. Und wenn mein Unternehmen untergeht, wenn es eben bestimmte Dinge nicht tut, dann, und ich finde keinen anderen Ausweg, dann muss man vielleicht sagen, dann verlagern wir unser Unternehmen ins Ausland. Wobei dann auch wieder die Frage ist, ist das denn dann für die Politik eigentlich sinnvoll, wenn sie das machen? Also da muss man versuchen, einfach Lösungen zu finden. Ja. Im Diskurs, ja, im Austausch, als nur so starre Regelwerke eben vorzugeben. Seit wenigen Monaten ist es so, erstmals, dass in unserer Gesellschaft es mehr Personen gibt, die konfessionell nicht gebunden sind, an keine Religion gebunden sind, als Personen, die an Religion gebunden sind. So. Früher gab die Religion den westlichen Gesellschaften oder eigentlich allen Gesellschaften Orientierung und Sinn. Dies beginnt immer mehr zu bröckeln, aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt nicht diskutieren müssen. Aber dieser Sinngeber, diese Orientierung und dieser ethische Grundsatz entfällt für viele Menschen. Ich brauche was anderes. Woran kann ich mich denn noch richten? Wer kann denn diese Rolle, die die Religion früher gespielt hat, in Anführungsstrichen, wer kann denn die denn neu einnehmen? Wer kann denn diese Lücke, dieses Vakuum füllen, das wir wahrscheinlich auch so dringend brauchen? Also von den Werten her kann das sicherlich die Ethik versuchen zu füllen. Also viele christlichen Werte jetzt finden wir ja auch in der Ethik durchaus wieder. Man kann auch irgendwie sich vielleicht Ersatzbefriedigung suchen, vielleicht indem man einfach ablenkt oder indem man Stars verehrt oder so. Wichtig ist aber, dass diese Religion eben so eine Funktion erfüllt, dass sie den Menschen metaphysisch auffängt. Also Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, also der Mensch... Also ist wieder dann eine Religion, wie Sie sagen? Oder können es auch Denker sein? Nein, das können auch Denker sein. Nein, das können auch Denker sein. Also Arthur Schopenhauer sagt, der Mensch ist ein Animal Metaphysicum. Also der Mensch ist ein metaphysisches Tier. Die ganzen Pagoden und Tempel, die wir haben von der Menschheitsgeschichte, die zeugen eigentlich davon, dass der Mensch das Bedürfnis hat nach irgendeiner metaphysischen Instanz. Und deshalb, das ist eigentlich die Geburtsstunde der Religion. Und das ist der Grund, warum wir die Religion haben. Sie versorgt uns mit einem Sinn, den wir einfach suchen. Das ist Arthur Schopenhauer, geboren 1788 in Danzig, Sohn eines Kaufmanns. Und war ein kauziger, cholerischer, aber wohl, habe ich gelesen, auch sehr unterhaltsamer Mensch. Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Ist ja dann auch später nach Frankfurt. Also, bald sind sie jetzt auch wieder nicht. Er ist ja dann auch später nach Frankfurt gezogen und auch dann 1860 in Frankfurt gestorben. Und Arthur Schopenhauer hat eine Philosophie entworfen, die Welt als Wille und Vorstellung, also die Welt einteilt, und da behält er diese Trennung, die wir bei Kant finden, zwischen dem Ding an sich, das wäre der Wille, und die Erscheinung. Die Welt als Vorstellung behält er bei, trennt sich aber ansonsten, was die Moral betrifft, von Kant. Er sucht den Urgrund der Moral im Menschen selbst. Im Sein selbst und greift ganz vehement die Vernunft an, die ja für Kant sozusagen das Sprachrohr der Moral ist. Also er sagt, die Vernunft ist nichts weiter als ein anderes Wort für Gott. Sie ist allmächtig, sie weiß alles, sie ist absolut, sie gibt absolute Normen, und dagegen wendet er sich ganz krass. Und er sagt auch, und das passt vielleicht auch zu dem, worüber wir anfangs gesprochen haben, er schreibt irgendwo, die Vernunft erlässt stelzbeinige Maximen, von deren Höhe aus man das Gewimmel in der Welt nicht mehr sehen kann. Also das heißt, die Moralphilosophie hat sich komplett vom Leben entfremdet und hat deshalb eigentlich auch gar keinen Zugriff mehr darauf. Und
Das ist eigentlich ganz interessant, wie er da auch schon Dinge vorwegnimmt, mit denen wir im Grunde genommen auch heute noch zu kämpfen haben. Also er würde sagen, die Religion ist eigentlich durch Ethik nicht komplett ersetzbar. Es sei denn, die Ethik wird dann wieder eine Religion oder hat Religions. Also er hält die Religion sogar für wichtig. Also er sagt, die Religion transportiert die Wahrheit im Gewande der Lüge. Also sozusagen diese Idee, dass es schon eine metaphysische Sphäre gibt oder etwas hinter dem Materiellen, aber es eben sozusagen anders verkleidet. Ja. Und er ist dem Brahmanismus und dem Buddhismus, also den pessimistischen Weltreligionen, sogar recht zugetan, weil er da auch viele Parallelen sieht zu seinem System, also gerade den Pessimismus dieser Religionen. Den begrüßt er eben, weil er sagt, der Urgrund des Lebens ist der Wille zum Leben und ist auch vergleichbar mit dem ökonomischen Streben. Ne? Also der Wille zum Leben ist im Grunde genommen auch das, was wir als das ökonomische Streben ansehen. Und ab einem gewissen Punkt muss man eben einsehen, dass ein Streben immer mehr und immer mehr ein zu nichts bringt, weil wir Menschen alle eben miteinander verbunden sind. Das ist dieses Tattvamasi, dieses Weltprinzip. Also ich bin du, du bist ich. Also in dem Moment, in dem ich dir Schaden zufüge, mache ich das über die große Welt eben auch, füge ich den Schaden mir zu. Er hatte immer Pudel, die nannte er Atman, das war die Weltseele. Also drunter hat das nicht gemacht. Okay. Ja. Und Schopenhauer, das kann man vielleicht auch doch nochmal sagen, ist in meinen Augen heute auch aktuell, weil er niemand war, der die Geschichte, der gesagt hat, die Geschichte wird irgendwann zu einem guten Ende kommen. Also bei Kant haben wir zumindest diese Vision, ne? Oder auch bei Hegel in diesen Fortschrittsgedanken. Es geht zwar mal auf und ab, aber im Grunde genommen kann man doch hoffen, dass die Welt vernünftig geordnet ist. Und er sagt, Schopenhauer, das ist völliger Quatsch. Natürlich kann es sein, dass am Schluss was Gutes bei rauskommt, aber das ist dann einfach Zufall. Ja, und Anthropologie, das Wort brauchen wir auch gar nicht, Zoologie würde völlig reichen. Also da gibt es ein paar schöne Zitate für ihn. Und vielleicht hilft er uns einfach dabei, etwas den Leidensdruck zu erhöhen, wenn wir jetzt auch gerade an den Klimawandel denken. Es ist nicht ausgemacht, dass die Geschichte gut ausgeht. Es kann genauso gut sein, dass es ganz schlecht ausgeht für die Menschheit. Ja, und bei seinem Pessimismus würde ihn es nicht wundern. Ja. Also wirklich viel Trost haben Sie mir jetzt nicht geschenkt. Ja, sein Nachfolger Nietzsche ist ja weltbejahend. Ja, den haben Sie auch dabei? Ja. Genau, das ist Friedrich Nietzsche. Er ist ein Schüler und feuriger Verehrer von Arthur Schopenhauer. Mhm. Sohn eines Pfarrers. Mhm. Geboren 1844 in Röcken und Friedrich Nietzsche, ja, schon von klein auf, wie auch Schopenhauer auch, recht pfiffig und sehr schlau, war auch schon ganz jung Professor in Basel. Er sieht auch den Urgrund in so was Triebhaftem, er nennt es eben Wille zur Macht und nicht Wille zum Leben. Aber der grundlegende Unterschied und warum auch Nietzsche sich später von Schopenhauer abgewandt hat, ist eben, dass Nietzsche zumindest in Aussicht stellt, dass der Mensch auch sich emanzipieren kann von diesem metaphysischen Bedürfnis. Mhm. Ja? Und dass die Geschichte eben möglicherweise, oder wenn wir eben auch daran arbeiten, ein gutes Ende hat. Was mich bei Nietzsche immer fasziniert... Und das können auch wir alleine machen, ohne dass wir einen Gott brauchen. Ja, genau. Also Nietzsche selbst, wie gesagt, er ist Pfarrerssohn, mhm. Bezeichnet sich dann aber später auch ganz provokant als den Antichristen. Okay. Und er hat dann also auch ausgerufen, also es ist ein kulturdiagnostischer Befund, dass Gott tot sei. Also Menschen glauben im Grunde genommen immer weniger. Und er findet das gut, zeigt aber auch in seinen Schriften, und das ist eigentlich so eine der schönsten Stellen, die ich in der Philosophie kenne, was dieser Tod Gottes eigentlich bedeutet. Also es bedeutet, dass das Meer auszutrinken, den Horizont wegzuwischen, dass die Sonne, die Nacht, die Sonne, die Erde von der Sonne loszuketten, ja, und
jetzt haucht uns das nichts an. Also wie er das so beschreibt, merkt man eigentlich, wie ihn das selbst, diese metaphysische Obdachlosigkeit, wie die ihn umtreibt. Aber auch gruselig, oder? Ja, aber er gesteht ja zu, oder er traut uns ja zu, dass wir jetzt, wo wir Gott getötet haben, das Heiligste und Mächtigste, was wir jemals besaßen, ist unter unseren Messern verblutet. Wie können wir das regeln? Und dann sagt er, müssen wir nicht selbst zu Göttern werden? Also er traut uns das zu. Was würde Schopenhauer nicht tun? Ja, also er traut uns zu, dass wir irgendwann eben es schaffen, ohne diese Religionen und ohne dieses metaphysische Bedürfnis zu leben. Das ist so eine Art Emanzipation vom Menschsein. Und das ist dann letztlich der Übermensch, der eben das geschafft hat. Was wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen geht und uns erstmal überfordern wird. Ja, also ist ja auch schon eine Weile her, dass es gesagt hat. Und man sieht ja, dass die Religion vielleicht gut, bei uns geht es zurück, aber in anderen Ländern sind die Religionen nach wie vor dominant. Aber wenn man auch schaut, wie Religion missbraucht wird und zu welchen Unterdrückungen und Morden Religion führt, dann fragt man sich vielleicht wirklich, ob es nicht besser wäre, zu sagen, wir versuchen es ohne, und wenn man doch glaubt, ist das sozusagen so eine Privatsache, aber ich versuche nicht, andere zu bekehren. Mhm. Wenn man jetzt nur auf die praktische Ebene gehen möchte, wie soll ich denn gut handeln, wie soll ich denn mein eigenes Leben gut machen, da fällt mir noch jemand ein. Es ist bald kein Platz mehr auf dem Tisch. Jetzt ist wieder Platz. Ich nehme den Schopenhauer. Ja, das ist Aristoteles. Mhm. Ich hatte ihn ja im Grunde genommen vorhin schon mal gestreift, am Anfang, als ich gesagt habe, ich entlehne den Begriff der Ethik ganz gerne vom Charakter. Mhm. Das finde ich bei ihm. Er beschreibt die Ethik, also erstmal ist die Aufgabe der Ethik, dass wir glücklich sein sollen. Also die hat ein gewisses Ziel, und was ist das, wonach Menschen wir eigentlich alle streben, und das ist die Glückseligkeit, die Eudaimonia. Das ist jetzt nicht so ein zufälliges Glück wie, ach, heute ist ein schöner Tag, ich bin jetzt so glücklich, sondern das ist was sehr Langfristiges. Also der Glückselige, der ist auch dann, hat auch dann eine glückliche Grundhaltung, wenn ihm schwere Schicksalsschläge widerfahren. Also der kommt eher aus solchen Krisen wieder raus. Ja. Und diese Glückseligkeit erhalten wir, indem wir ein tugendhaftes Leben führen. Und diese Tugenden sind eben innerliche Haltungen, die auch wiederum mit dem Charakter verwoben sind. Und wenn ich eben tugendhaft handle, dann tue ich das auch, weil ich der Meinung bin, dass es richtig ist, so zu handeln. Aha. Ja, also das, wir hatten es ja vorhin auch, wenn jetzt jemand nicht der Meinung ist oder sagt, warum sollte ich das tun, der wird dann die Regeln brechen. Aber der Tugendhafte, der macht das, weil er einfach der Überzeugung ist, es ist richtig, so zu handeln. Und dann wird er das auch einfach machen. In der Ökonomie wird man sagen, das spart Transaktionskosten, weil ich den nicht dauernd überwachen muss. Und es ist auch effizient, weil ich kann gar nicht alles regeln bis ins Detail, wie Sie es ja auch so schön gesagt haben. Es ist egal, ob Unternehmen, in der Politik, bei den Gesetzen oder im Sport. Sie können nicht jede Situation regeln. Es geht einfach nicht. Wenn ich an einen Gott glaube, der mich beobachtet und der mich dann vielleicht auch sanktioniert, dann ist es nachvollziehbar. Aber wie mache ich das ohne Gott? Nur aus meiner eigenen... Ja, genau, aus der eigenen Grundhaltung eben. Und für ihn ist auch diese Tugendhaftigkeit, das ist jetzt nichts, womit wir auf die Welt kommen. Eben. Das ist was wir lernen. Mhm. Ja, also wenn ich mit meiner Schwester im Sandkasten sitze und meiner Schwester den Eimer auf den Kopf haue, dann wird meine Mutter irgendwann sagen, Yvonne, mach das nicht, das gehört sich nicht und das ist nicht gut. Ja? Und erst wird sie sagen, du wirst auch nicht wollen, dass man dir den Eimer auf den Kopf haut. Und dann denke ich irgendwann, ja, werde ich auch nicht wollen. Und irgendwann entwickelt sich das dann weiter, dass man irgendwann das nicht nur, was ich nicht will, dass man mir nicht, was du nicht willst, dass man dir nicht tue, ist, sondern dass man auch so ein übergreifendes Bewusstsein hat von dem, was eben nicht gut ist, und dass ich eben andere Menschen nicht verletze. Aber so entwickelt sich das eben, das ist diese Keimzelle, und diese Entwicklung geht ja immer weiter fort, die hört auch nie auf, also auch ich entwickle mich sicher immer noch, hoffe ich, weiter, und also das ist ja nichts, was einfach so
übereinkommt, ja, sondern gerecht wird der Mensch, indem er gerecht handelt. Mhm. Ja, so tugendhaft wird der Mensch, indem er tugendhaft handelt. Learning by doing. Genau. Genau. Und es mag Situationen auch geben, in denen ich mal furchtbar ungerecht bin, aber dann bin ich in der nächsten Situation wieder gerecht. Also das bedeutet auch nicht, dass wenn ich jetzt einmal gerecht bin, hundertprozentig gerecht bin. Ich bin auch nur ein Mensch und das ist das Schöne bei Aristoteles. Er holt den Menschen auch so ab, wo er ist. Ja, und er bewertet eben die Person und nicht die einzelne Handlung. Ja, wenn ich ein gerechter Mensch bin, dann kann es sein, dass ich eben auch mal ungerecht handle. Aber deshalb würde er jetzt trotzdem sagen, das ist ein tugendhafter Mensch. Wir waren jetzt so bei drei Denkern, die für Sie und für Ihr Denken von Wirtschaftsethik von Bedeutung sind. Es gibt bestimmt noch mehr. Können Sie sich vorstellen, dass es in der Wirtschaftsethik, also als Fach, noch sowas wie eine Terra Incognita gibt? Probleme, die man nicht zurückführen kann irgendwann auf die alten Meister, sage ich jetzt mal, wo wir vollkommen vor neue Herausforderungen gestellt werden kann, wo uns weder Aristoteles, Schopenhauer, Kant und Nietzsche irgendwas sagen können, wo wir vollkommen auf uns allein gestellt sind. Also man kann natürlich versuchen, diese Theorien möglichst lange mitzunehmen. Ne? Also zum Beispiel der Norman E. Bowie, das ist ein amerikanischer Professor, der hat es wirklich super geschafft, die doch sehr herausfordernde Moralphilosophie von Immanuel Kant zu übertragen auf Business Ethics, wie handle ich im Unternehmenskontext. Aber es ist natürlich immer denkbar, dass es Situationen gibt, also jetzt gerade in Bezug auf die KI, oder vielleicht in Bezug auf die neuen Technologien, die wir irgendwann haben werden, die jetzt unter dem Leidensdruck, den wir aktuell haben mit dem Klimawandel, entstehen, dass ich dann komplett neue Felder habe, bei denen ich vielleicht noch keine Lösung habe. Aber gerade da ist es eigentlich wichtig, dass ich gelernt habe, zu reflektieren. Also für mich ist immer dieser kritische Verstand wichtig. Und wenn ich mit meinen Studenten auch, das sage ich meistens zu Anfang meiner Vorlesung, ich sage, natürlich habe ich meine Philosophen, die mir sehr am Herzen liegen, aber wenn Sie jetzt sagen, mir ist der Kant lieber oder jemand anderer, dann ist das völlig in Ordnung für mich. Ich will nur, dass Sie sich Gedanken darüber machen, warum. Mhm. Ja, und ich will, dass wenn ich Sie irgendwann als Manager sehe, und Sie werden interviewt, weil in Ihrem Unternehmen was schiefgegangen ist, möchte ich nicht, dass Sie sagen, der war's. Ja, ich möchte, dass Sie dann auch Rede und Antwort stehen, also wirklich in dem bildlichen Verständnis von Verantwortung. Mhm. Ja, also das finde ich wichtig. Und diese kritische Grundhaltung, die ist eben dann ganz wichtig, wenn wir sagen, wir haben plötzlich diese Terra Incognita vor uns. Und dann müssen wir einfach gelernt haben zu reflektieren. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn ich jetzt jemanden habe, wenn ich jetzt gerade noch mal beim Unternehmen bleibe, ja, der eben nur sagt, ich handle nur so, wie der Compliance-Leitfaden das vorgibt, dann habe ich irgendwann Individuen, die eben nicht mehr reflektieren. Ja. Vielleicht zu Hause haben sie dann bestimmte Maßstäbe, nach denen sie handeln, aber sobald sie ins Unternehmen gehen, hängen sie dann so ihr ethisches Gewissen wie so ein Mantel an den Haken und handeln dann nur noch nach der Compliance. Und wenn die Compliance sagt, das ist richtig oder da spricht nichts dagegen und man hat aber so ein Unwohlgefühl, ja, dann sollte man trotzdem auch dem nachgehen können, ja, und nicht einfach stumpf die Regeln befolgen. Ja, weil dann ist der Mensch, funktioniert dann wie so ein Roboter. Und wenn ich solche Menschen habe und dann plötzlich die Terra Incognito habe und die Regeln passen nicht mehr, dann funktioniert es nicht mehr. Ja, deshalb müssen wir eben immer gucken. Und deshalb mag ich eigentlich auch den Aristoteles so, dass wir immer eben auf den Menschen achten und auf die Erziehung, auf die Bildung. Wie man eben ein gutes und glückliches Leben führt, dass man das auch wirklich immer wieder reflektiert. Wenn wir von Unternehmen weggehen und jetzt auf die Ebene des Staatsbürgers gehen, dann spielt der Staat unzweifelhaft eine gewaltige Rolle in unserer sozialen und liberalen Marktwirtschaft. Frage an Sie persönlich, welche Rolle soll er denn spielen? Was ist denn angemessen, was ist denn nicht angemessen? Da gibt es keine
absolute Antwort drauf. Es kommt auf die Dinge an, die zu entscheiden sind. Und bei den Dingen wünsche ich mir, dass man weniger mit dem moralischen Zeigefinger agiert, sondern eher schaut, was ist denn machbar. Wenn ich, ja, dieses allgemeine Wort ist ja immer so diese soziale Gerechtigkeit, ne? Wenn ich mehr soziale Gerechtigkeit haben möchte, was muss ich denn dann machen? Ist es sinnvoll, dann irgendwie eine Reichensteuer zu erheben oder einen Mietendeckel zu machen? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die effizienter sind? Vielleicht ist das effizient, aber das müssen sozusagen die Ökonomen rausfinden. Und ich finde es oft hinderlich, wenn die Ethik sich dann da einmischt, was dann eben oft zu, mir kommt es manchmal vor in der Politik, wo ich dann so kontraproduktive Entscheidungen habe, wo man ethisch irgendwas beschließt und dann aber das vielleicht gar nicht unbedingt durchsetzen kann. Ja. Und deshalb, also es mag Situationen geben, wo ein starker Staat wichtig ist. Und es mag aber andere Dinge geben, wo ein starker Staat, wo der Staat sich möglichst zurückhalten sollte. Also da gibt es jetzt keine pauschale Antwort. Es hängt von der Situation ab. Und ich würde dieses Problem ganz gern eher ökonomisch als moralisch lösen. Mhm. Bleiben wir bei dem Thema, gehen wir aber auf ein anderes Feld. Und ich möchte zu meiner Kollegin, der Tina Meyer-Schneider, nicht zuvorkommen, die sie noch im Podcast interviewen wird, wo es um ihren persönlichen Lebensweg gehen wird. Aber ich glaube, vielen Leuten sind sie auch bekannt, nicht nur als Professorin, sondern auch als Sportlerin. Sie sind zweifache deutsche Meisterin im Kickboxen, haben Meistergrade im Wing Chun und so weiter. Gehen wir nochmal auf das Feld Sport. Hier gibt es auch immer Zusammenhänge mit Regeln, Moral und Ethik. Welche Spielräume gibt es denn im Sport auf diesem Feld? Also beim Sport finden wir ja auch diesen Erziehungsgedanken wieder. Also okay. Pierre de Coubertin, der Begründer der modernen Olympischen Spiele, verstand bei Sport auch ganz konkret diese Erziehungsidee, ja, dass der Sport eben auch ein zu einem fairen Wettkämpfer erzieht. Also auch im Sport. Dieses Learning by Doing im Sinne von Aristoteles, ist der Sport ein Teil davon. Genau, genau. Es ist ja auch noch so beim Sport, wenn ich die Regeln nicht einhalte und betrüge, dann gewinne ich vielleicht, aber so ein echter Sportler mit Herz, der wird sich darüber nicht freuen. Der muss sich im Spiegel anschauen können. Ja, das will der auch, der echte Sportler, der will das auch. Ja. Also ich finde, daran sieht man das eigentlich ganz gut und Sie hatten ja gerade das Wing Chun gesagt. Also da gibt es ja auch gewisse Werte und Grundhaltungen, ja, das Nachgeben und aber auch die Stärke. Und das halte ich für sehr wichtig. Wichtig ist aber auch immer, dass das vorgelebt wird, sei es jetzt im Unternehmen oder auch im Sport. Ja, wenn mir mein Trainer oder mein Sifu nicht Ehrlichkeit und so vorlebt, dann ist das kein überzeugendes Grundbild. Aber auch da gibt es ja Dilemmata, wo sich Ziele widersprechen können. Ja, aber fällt mir jetzt eigentlich nicht so Konkretes ein. Ich glaube, das ist nicht ganz so komplex wie in einem Unternehmen. Wir haben jetzt jedenfalls auch bei der WKU World, da habe ich die Prüfungsordnung zum Schwarzgurt mitentworfen und habe auch mir ein paar Werte ausgedacht, wo man sagt, diese Werte sind einfach für einen Sportler wichtig. Ja. Also Selbstkontrolle, Kampfgeist, vielleicht jetzt was man nicht unbedingt so normal in so einen Ethikkodex setzen muss, aber für einen Sportler ist sowas wichtig, dass man einfach immer wieder aufsteht, Loyalität. Und diese Werte bringen wir schon den Kindern von ganz klein bei. Also ich fange ja mit 3 Jahren im Kindergarten an, bis hin eben zum Schwarzgurt, also ich habe sie alle. Und wenn man von Anfang an mit den Kleinen spricht, sag mir doch mal ein Beispiel für Mut, sag mir doch mal für ein Beispiel für Loyalität. Das ist im Grunde genommen das, was der Aristoteles auch im Kopf hat. Ja, dass man immer mal guckt, was gibt es denn für Werte und wenn ich die nicht einhalte, was passiert denn dann? Gehen wir wieder auf eine höhere Ebene. Also wir im Institut beschäftigen uns mit einem großen Thema, nämlich Führung auf strategischer Ebene. Also Führung von großen Organisationen. Und wenn ich jetzt ein sehr großes Unternehmen habe, dann brauche ich, um ethisches Verhalten anzuschauen, zu kontrollieren, umzusetzen, Strukturen.
Welche wären denn das idealerweise? Oder brauche ich überhaupt Strukturen? Reicht es einfach nur, wenn ich einen. Also Regel, ich bin ja nicht gegen Compliance. Ne? Compliance gibt auf jeden Fall eine Orientierung vor, eine Richtschnur. Ich finde es aber auch ganz wichtig, die Differenzierung zu ziehen zwischen, was ist jetzt eine Frage von Werten und was ist eine Frage von juristischen Aspekten. Also wenn auch ich, die Frage, wo sind denn die Grenzen von Compliance? Ja, also bei Adidas zum Beispiel sind alle Compliance-Manager Juristen. Mhm. Ja, da sitzen keine Philosophen. Und dann denke ich manchmal, also das, was die meisten, ist ja bei den meisten, also gucken Sie sich die Ausschreibung an für Compliance-Manager, da werden Juristen gesucht. Da sucht man keine Philosophen. Ja. Und dann denke ich manchmal, diese Compliance-Abteilung ist eigentlich das, was ich habe mal bei der Sparkasse gelernt. Mhm. Und da hatten wir eine Rechtsabteilung. Das erinnert mich dann so ein bisschen an die Rechtsabteilung. Also es ist ja auch richtig, dass man durch Compliance, wenn man also jetzt Compliance-Management hat, dass man da eben auch Haftungsrisiken beschränkt. Und das ist ja alles auch richtig und gut. Aber man sollte das eben auch explizit darstellen. Das finde ich wichtig. Mhm. Ja. Und man sollte also sagen, das ist jetzt rein rechtlich hier geboten. Das müssen wir schauen, dass wir eben das erfüllen. Und dann gibt es vielleicht noch Dinge, die hätte ich gern umgesetzt, weil sie einfach gewissen Werten entsprechen, für die Unternehmenskultur steht. Und das ist aber dann nicht unbedingt das Feld der Juristen. Okay. Ja. Und welche Standards sollten Kern einer jeden Unternehmenskultur sein? Die möchte ich nicht setzen. Ich finde, das Unternehmen sollte das selbst herausfinden mit seinen Mitarbeitern. Wichtig ist nur, dass wenn ich mir solche Werte setze, dass ich die dann auch, dass ich auch dann daran gemessen werde. Und das ist das Problem, wenn ich sage, ich stehe ein für Transsexualität und Diversität und dann gibt es die Frage, ob ich ein Stadion in Regenbogenfarben anleuchten soll oder nicht, dann ist das sehr schwierig, wenn ich das denn nicht mache. Ja. Ich sage nicht, dass man das hätte machen sollen, aber man muss gucken, dass das mit den Werten übereinstimmt. Manchmal glaube ich, dass weniger mehr ist. Das heißt ja nicht, dass man diskriminiert, wenn man es nicht explizit schreibt, aber wenn ich diese Werte setze, und das finde ich ist wichtig, auch um authentisch zu sein, dann muss ich auch mich dran messen lassen. Und ich glaube, das wird oft vergessen, wenn man das formuliert. Mhm. Gibt es etwas, was Ethik nicht leisten kann, wo der Ansprechpartner Ethik oder ethische Grundlagen mir nicht weiterhelfen können in meinen Problemen, Dilemmata, die ich habe als Person, als Unternehmen, als Staat? Vielleicht auch aus globaler Ebene, wo ich erstmal auf mich allein gestellt bin. Ich glaube, wir verstehen Ethik falsch, wenn wir denken, es sei etwas, was uns absolute Werte gibt. Mhm. Etwas, was immer richtig ist, woran ich mich immer halten kann. Ja, da sind wir wieder bei diesen stelzbeinigen Maximen, die teilweise auch gar nicht passen. Ja. Der Mensch ist letztlich immer auf sich selbst zurückgeworfen und muss sich fragen, befolge ich die Regel oder befolge ich sie nicht? Also auch wenn ich eine Regel habe, bin ich ja immer noch als Mitarbeiter selbst in der Verantwortung zu sagen, ich befolge die Regel oder befolge sie nicht. Da komme ich gar nicht raus. Also für mich, in meinem Verständnis, ist man immer verantwortlich. Und zwar auf jeder Ebene. Ja. Ja, ich denke schon. Und das ist dann auch wieder, dass man sagt, was ja auch Nietzsche gespürt hat, ja, dass da viele Menschen einfach zu schwach sind und das gar nicht wollen und eigentlich ganz gerne das abgeben würden, ja? und dass man dann lieber sagt, nein, also wir gucken mal, ob wir nicht doch irgendwie eine ethische Grundhaltung entwickeln können. Und dabei wiederum können mir dann die Philosophen verhelfen. Und dann ist es eigentlich gar nicht so wichtig, welchen Philosophen sie da nehmen. Ich habe da natürlich meine Lieblingsphilosophen, aber ein anderer hat andere Philosophen. Für mich ist letztlich wichtig, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und am Ende des Tages auf die Frage, warum hast du das getan? Eine Rede und Antwort stehen kann, es verantworten kann. Noch
bevor Sie von die Philosophen gelesen haben und sich mit denen auseinandergesetzt haben, waren Sie ja in der Sparkasse, haben dort die Ausbildung gemacht und ich wette, Sie haben dort mal den Begriff des ehrbaren Kaufmanns gehört, wenn er nicht auch Teil der Ausbildung war. So als Modell, an das man sich richten sollte. Ich komme ja aus einer Kaufmannsfamilie. Mein Vater war Kaufmann, mein Opa war Kaufmann, ja. ja, und es war ja auch über lange Zeit, Jahrhunderte, so eine ethische Richtschnur, sage ich jetzt mal. Genau. Was ist denn der ehrbare Kaufmann? Was hat er bedeutet? Was bedeutet er heute? Ja. Und hat diese Richtschnur noch eine Zukunft? Ja, also ich bin ja auch Kauffrau übrigens. Okay. Der ehrbare Kaufmann ist ein Ideal aus dem 12. Jahrhundert in Europa. Das ist so ein Leitbild, wie man ordentlich eben mit seinen Geschäftspartnern umgeht. Das finden wir zuerst in Italien und in den Städten der norddeutschen Hanse. Das ist sowas wie das, wir können jetzt ein Geschäft mit Handschlag besiegeln und dann halten wir uns beide da dran. Ja, denke ich nicht, ach nee, der Herr Lang, der ruft gleich seinen Rechtsanwalt an und fragt, wie er da am besten rauskommt oder so. Oder sagt, das steht nicht hier im Vertrag. Also ist auch ökonomisch sehr effizient, der ehrbare Kaufmann. Mhm. Und ich war 2016 in Kiel bei der IHK auch eingeladen zu einer Podiumsdiskussion zum ehrbaren Kaufmann. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Bedürfnis nach wie vor da ist nach diesem ehrbaren Kaufmann. Ja? Also es gibt jetzt einen Artikel von Thomas Beschorner, der hat geschrieben, ja, der ehrbare Kaufmann, der allein reicht nicht und wir brauchen ja auch Regeln und so. Ja, das ist alles richtig, man braucht auch gewisse Regeln, um Orientierung zu haben. Aber ich glaube, diese Idee, dass man einfach einen Menschen hat und dem kann ich vertrauen, der betrügt mich nicht und wenn ich mich mit dem auf irgendwas einige, dann läuft das. Ich glaube, das ist nach wie vor sehr wichtig. Wie erkenne ich einen ehrbaren Kaufmann? Das ist schwierig. Ich glaube, durch Erfahrung und indem man auch mal schaut, wie hat er sich früher verhalten. Mhm. Ja, ich glaube, da würde ich auf die Empirie zurückgreifen, bevor ich dem einfach tief in die Augen schaue. Okay. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Spoiler Alert. Frau Professor Thorhauer kennt sich nicht nur mit Wirtschaftsethik aus, nebenbei, wie ich schon gesagt habe, ist sie auch zweifache deutsche Meisterin im Kickboxen, hat einen Meistergrad im Wing Chun und noch ein paar Sachen mehr. So viel auf den Vorgeschmack oder als Vorgeschmack auf den RHI-Podcast mit Host Tina Meyer-Schneider und Yvonne Thorhauer. Hier geht es um ihren Werdegang zu dem, was sie geprägt hat, ob und wie sie beim Sport selbst schon an Grenzen gestoßen ist, nicht nur körperlich, sondern auch ethisch. Mhm. Ein Link zum Podcast finden Sie hier unten, beziehungsweise hier oben und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Informationen zu unserem Institut finden Sie im Netz unter www.romanherzoginstitut.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren und folgen Sie uns doch auch auf den sozialen Medien. Die nächste Folge dieser Serie erscheint in 2 Wochen.